Ja, liebe Campingfreunde, ich bin heute mal im Schwarzwald unterwegs und zwar einfach mal wieder, um die pure Natur zu erleben. Heute geht's nach Bernau, mitten im Schwarzwald bei Todtnau. Feldberg ist eine Region, dort ist eine Eisskulpturenschau. Da gehe ich jetzt mal hin, einfach mal leckeren Glühwein zu trinken und einfach um auch die schöne Winterlandschaft zu genießen. Hier hinter mir ist übrigens der Schluchsee und ihr seht schon, hier ist ziemlich wenig Wasser drin. Ja, das ist natürlich ganz klar, ist auch alles vereist. Es macht richtig Spaß hier zu sein und der Schwarzwald ist einfach toll. Kommt mal vorbei, hier gibt es jede Menge coole Stellplätze, Campingplätze, also ist immer eine Reise wert. Aber jetzt nehme ich euch mal mit nach Bernau und anschließend geht es dann wieder in die Kastenwagenwelt, um ein Fahrzeug für ein Hajo zu finden. Ihr wisst ja, 6 Meter Längsbetten und Raumbad ist angesagt. Der Aki ist ein bisschen außer Atem, aber kein Wunder, wir sind hier richtig im tiefen Tor. Jetzt haut es mir noch hin. Wir sind hier in Bernau im Schwarzwald und hier hinter mir sind lauter lustige Skulpturen. Was haben wir denn noch in dieser Preisklasse? Also das Budget ist ganz klar, bei 40.000 ist fertig. Das heißt, da müssten wir eigentlich schon was finden, oder? Würde ich sagen. Einzelbetten, Raumbad. Also mir kommt da ja schon ein Auto in Sinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte ich ja mal getestet in Monschau. Ihr könnt euch erinnern, den Globecar Globestar 600L. Von dem Fahrzeug war ich nicht nur begeistert, weil ich selber einen Globecar bestellt habe, den großen Bruder, sondern weil das einfach ein Raumwunder ist auf 6 Meter. Und die gute Nachricht ist, Hajo, die gute Nachricht ist, schaut mal hier, was hier steht. Ja, frisch geputzt, frisch gewienert. Globestar 600L. Mit Rahmenfenster und. Also das Auto ist wirklich auch noch mit einer super Ausstattung verbaut. Und wir sind hier in der richtigen Richtung. Ja, also das ist der Abverkaufspreis. Ihr könnt sehen hier. Abverkauf Mietfahrzeuge hier in der Kastenwagenwelt. Hier kann man ja auch Kastenwagen und Wohnmobile mieten. Ja, eine ganze Flotte. Ihr seht hier hinter mir auch Glücksmobil, mit dem war ich ja letztens erst unterwegs. Chausson und. Also da hat es einiges. Ja, und natürlich auch ganz viele Kastenwagen. Und die Vermieteten, die werden natürlich dann auch irgendwann abverkauft. Und unter anderem jetzt hier dieser Globecar Globestar. Ja, Eleganz, Ausführung drin, Markise, Navi, Kamera. Also das ist wirklich hier das komplette Paket, 131 PS, Tempomat, Lederlenkrad, LED-Tagfahrlicht und. Also das ist wirklich ein Top-Fahrzeug und ich muss auch sagen, vom Preis her wirklich ein fairer Preis. Wir haben hier 22.000 Kilometer, Erstzulassung April 2018 und ich würde sagen, den schauen wir uns jetzt mal an, der steht wirklich top da. Die breite Drittstufe, wie ihr sehen könnt. Und Rahmenfenster, ganz klar. Extra für Hajo gehen wir hier noch mal rein. Den Schlüssel habe ich dabei. Schließen wir auf, Zentralverriegelung. Wie ihr sehen könnt, hier fahren wir hier die Drittstufe raus. Top geputzt. Also ja, ich traue mich ja fast nicht hier reinzugehen. Ne? Aber ich putze mir auch ganz arg die Schuhe ab. Also von dem her. Aber schaut euch das Ambiente an. Das ist natürlich herrlich. Ne? Ganz klar, oben schön Midi-Hecke drinne. Zum Kurbeln, was ich ganz wichtig finde, auch das Design in Elegance Ausstattung und eben auch hier diesen schönen Tisch verziert. Raumbad, Einzelbetten, also eigentlich genau das, was der Hajo sucht. Ne? Es ist nur ein 6 Meter Fahrzeug, wohlgemerkt. Hinten die Fenster, okay, die könnte man sich sparen beim 6 Meter Fahrzeug.
Aber nichtdestotrotz ist wirklich einzigartig. Ja, auch hier wieder natürlich mein Platz mit der Sicht hier in dieses Fahrzeug. Schaut es euch an. Ich habe da natürlich auch drin geduscht. Könnt ihr alles im Praxistest sehen. Es ist tipptopp für 6 Meter. Auch dieses Raumbad. Wir haben hier einen kleinen Kühlschrank drin. Einen kleinen Kühlschrank, der ist aber absolut ausreichend. Hier diese Schubladen. Wirklich toll gemacht, toll gelöst. Da bringt man vieles rein. Wir dürfen nicht vergessen, auf 6 Meter. Hier fahrt man zu zweit, ne? Wohlgemerkt zu zweit. Und dafür hat man wirklich enorm viel Platz. Wir haben hier ein Citroën mit 130 PS. Navigationssystem ist schon verbaut. Auch draußen natürlich dann schon eine Markise. Also alles, was man eigentlich braucht. Ne? LED-Beleuchtung natürlich. Und was ich eben cool finde, dieses Waschbecken ein bisschen erhöht. Auch hier zum Rausklappen diese kleine Erweiterung. Gut, die müsste man natürlich nachjustieren. Das ist natürlich ein Mietfahrzeug, das wisst ihr. Da muss man ein paar Sachen nachjustieren. Hier hat es ein paar Schrammen drin und so weiter. Das sind Sachen, klar, die bleiben nicht aus. Da muss man Abstriche machen, Kompromisse wieder eingehen. Klar, ansonsten muss man halt nochmal 10.000, 15.000 mehr drauflegen. Dann kriegt man 9. Aber für diesen Preis, denke ich mal, ist das absolut fair. Ja, gehen wir mal weiter. Wir haben hier natürlich hier den Hauptschalter fürs Licht, die Truma-Heizung, die kennt ihr ja schon bestens. Steckdosen hat es dann hier auch wieder. Schöne LED-Leiste hier auch. 220 Volt Steckdose hier oben. Eine 220 Volt Steckdose auch unterm Tisch natürlich. Unterm Tisch übrigens auch hier wieder die Klappe für den Laptop oder für den Wechselrichter, wie man mag. Da ist eigentlich alles drin. Ja, auch hier neben dem Kühlschrank hier nochmal ein kleiner Schrank, ein Kleiderschrank oder wie auch immer. Man kann aber auch die Kleider, und das habe ich euch letztes Mal nicht gezeigt, natürlich hier auch in diesen separaten Kleiderschrank natürlich reinhängen. Der ist unterm Bett und da passen doch einige Kleider rein, also für zwei Leute doch tipptopp ausreichend. Die ganze Batterie hier an Schränken natürlich. Die Scharniere sind super. Für das, dass es ja schon über 20.000 Kilometer gefahren wurde, dieses Auto, steht es wirklich noch einwandfrei da. Da gibt es nichts auszusetzen innen drinne. Die Plissés, die laufen alle noch einwandfrei. Hier sehen wir natürlich noch ein bisschen Stauraum in den Fußklappen hier. Und wenn man dann eine richtige schöne große Liegewiese will, dann klappt man hier diese, dann macht man hier diese Einlege. Kissen einfach hier rein und dann passt es. Ja, und vom Bad natürlich, ihr wisst ja, ich liebe das Raumbad. Wenn man dieses Raumbad sieht, hier habe ich wieder genügend Platz in einem 6 Meter Fahrzeug, wohlgemerkt. Es ist wirklich top. Dieses Waschbecken kann man runterklappen. Ja, und dann ist das hier super, super gelöst. Also das fließt dann auch schön ab alles. Wirklich cool, wenn man es nicht braucht, klappt man es hoch und dann hat man Platz hier fürs WC. Ja, und auch auf dem WC. Kann man es aushalten? Absolut. Also Hajo, ich würde mal behaupten, das gefällt euch sehr. Ist wirklich ein tolles Fahrzeug. Hier funktioniert alles, läuft alles einwandfrei. Und auch die Lamellentüren nach 22.000 Kilometern, die laufen wirklich butterweich. Schaut euch das an mit einem Finger. Die laufen wirklich super. Also die laufen wahrscheinlich sogar besser wie am ersten Tag, würde ich behaupten. Ja, und auch draußen wieder duschen ist kein Problem. Man kann die hier diesen Wasserhahn natürlich dann rausmachen, um draußen zu duschen. Genügend Stauraum für zwei. Also was will man mehr? Also ich würde mal sagen, wir haben ja schon zwei coole Fahrzeuge gefunden. Einmal den Chausson mit 0 Kilometer natürlich. Auch eine coole Ausstattung. Auch eine coole Ausstattung. Zwar kein Raumbad drin und vielleicht ein bisschen schlechtere Betten. Aber hier dieser Globecar mit ein bisschen mehr Kilometern, ein bisschen mehr Ausstattung mit Raumbad. Also, die Qual der Wahl hat begonnen. Und ich werde mal schauen, was der Hajo dazu sagt. Ich gehe natürlich weiter auf die Jagd nach Kastenwegen um die 40.000 und mal schauen, was ich noch so finde. Ja, auch hinten haben wir natürlich jede Menge Platz. Ihr seht schon, da ist viel mehr Platz wie jetzt zum Beispiel im Chausson oder im Rollerteam. Wir haben hier natürlich den Wassertank extrem gut verbaut, sodass man hier nicht so breit gebaut hat mit dem Holz. Also hier ist wirklich sehr, sehr wenig Einschränkung. Hier die Gasflaschen, zwei Gasflaschen passen da rein und somit hat man natürlich dann echt viel Stauraum hier drin und da passt einiges rein. Auch diese Ösen finde ich super. Und wenn man überlegt, dass das Auto schon 22.000 Kilometer gefahren ist und
zigmal in der Vermietung war, dann sieht man eigentlich wirklich wenig Beschädigung. Finde ich richtig cool. Was ich auch cool finde, diese Aussparung hier. Wenn ihr sehen könnt, wenn man da in der Nacht mal raus muss, dann ist es immer schwierig hier diesen Öffner zu finden, wenn die Matratze bis dahin geht. Und durch diese Aussparung kann man einfach runtergreifen, aufmachen und gut ist. Das habe ich ja schon bei vielen Fahrzeugen bemängelt. Globecar hat es umgesetzt. Top. Also von dem her, auch hier wieder die Blisse jetzt natürlich, die laufen butterweich. Der große Bruder wäre der Cam Scout B oder der Cam Scout und Globecar. Und deswegen Daumen nach oben. Hajo, mal schauen, was du dazu sagst. Jetzt gehen wir mal weiter. Für heute ist erstmal gut. Ich überlege mir mal, wo wir als nächstes hinfahren und welches Fahrzeug wir als nächstes begutachten. In diesem Sinne, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, der Aki geht auf Kastenwagenjagd. Und vor allen Dingen, bleibt gesund bei dem kalten Wetter. In dem Fall, bis bald. If I should fall, just go.